Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute beschäftige ich mich mit der Frage, welches von den drei LMGs in Black Ops 4 nach Patch 1.07 das beste ist. Und nein, es gibt nicht die Multifunktionsantwort Titan. Die Titan ist nicht Antwort auf alles, das ist definitiv Fakt. Damit fangen wir direkt mal mit der VKN 750 an. Und das ist meiner Meinung nach von allen dreien die schlechteste. Warum ich das denke, ganz einfach erklärt. Ich finde die Feuerrate auch selbst mit Schnellfeuer zu langsam und der Grund, warum ich sehr, sehr häufig mit dieser Waffe sterbe, ist diese eine entscheidende Kugel, die dem Gegner zu Fall bringen würde, wo ich dann sterbe, weil einfach die Feuerrate zu langsam ist. Sicherlich kann man das ein oder andere geile Gameplay damit erzielen, wenn dann aber eher auf größeren Maps wie Icebreaker oder Militia zu empfehlen. Ist meine persönliche Meinung, wenn da jemand anderer Meinung ist, kann das gerne so sein. Kommen wir zur Hades. Die Hades und die Titan finde ich, wenn man sie direkt gegenüberstellt, würde ich die Hades der Titan jederzeit vorziehen, wenn man auf kleineren oder mittleren Maps unterwegs ist. Auf Maps mit größerer Distanz wie Icebreaker ziehe ich die Titan definitiv allen anderen Waffen vor, egal welche Waffe. Die Hades ist besonders geil, wie gesagt, auf kleinen Maps, wenn man sie in Verbindung mit dem Agenten-Mod spielt. Das ist aber eher so eine Spaßsache, finde ich, keine ernstzunehmenden Gameplays. Der Agenten-Mod, damit hat man einen Zusatzgriff, kann aber nicht ins Visier gehen. Der Zusatzgriff bewirkt aber, dass man schneller auf der Map unterwegs ist und in Verbindung mit Leichtgewicht heizst du richtig, richtig schnell über die Map und kannst richtig viele Gegner holen in kurzer Zeit und hast sicherlich auch einen kleineren Vorteil gegenüber MPs oder Sturmgewehren. Das ist aber, ich finde, eher so eine Spaßrunde, die man damit mal machen kann. Aber ansonsten kann man die Hades auch ganz gut mit Rotpunktvisiergriff und Hybridmagazin spielen. Aber wie gesagt, ich spiele sie am liebsten auf kleineren und Maps mit mittlerer Distanz zum Gegner. Kommen wir zur Titan. Die Titan ist meiner Meinung nach auf den Maps mit sehr großer Distanz, wie Icebreaker, meiner Lieblingsmap zum Beispiel, immer noch erste Wahl. Auch wenn durch den vorletzten Patch das Movement extrem stark beeinträchtigt wurde, was ich im vorletzten Video über die Titan schon mal gesagt habe, ist der Schaden immer noch derselbe. Und deswegen finde ich die Titan nach wie vor geil, auch wenn sie wirklich viele hassen und nicht gerne spielen. Ich spiele sie nach wie vor sehr, sehr gerne, aber trotzdem nur auf der Icebreaker, wie ich schon mal erwähnt habe. Das Gameplay, was jetzt folgt, ist ein 69-Kill-Gameplay. Überraschung mit der Titan, weil es auf Icebreaker ist. Und damit ist das auch erstmal das letzte Video, was ich über die Titan überhaupt mache. Sollte ich natürlich in naher Zukunft nochmal ein geiles Gameplay auf Icebreaker mit der Titan machen, lade ich das natürlich hoch. Aber ich finde, in der letzten Zeit habe ich davon genug gezeigt. Das soll es darüber erstmal gewesen sein. Ach, und eins wollte ich noch anmerken, das ist so ein bisschen meine Sorge, weil jetzt doch relativ regelmäßig ein Patch kommt, habe ich doch ein bisschen die Befürchtung, und ich hoffe nicht, dass sich das bewahrheitet, dass das Spiel irgendwann so kaputt gepatcht ist, dass das Spiel wegen dem, warum man es eigentlich gerne spielt, gar nicht mehr gerne zockt. Wie gesagt, so wie die Titan jetzt ist, finde ich, meine persönliche Meinung, könnte man sie gerne lassen. Man kann sie immer noch spielen, wenn auch nicht mehr so flink. Ich würde es schade finden, wenn da jetzt noch mehr dran rumgebastelt wird. Weil irgendwann, und da muss ich sagen, da hat Activision einen großen Anteil daran. Die haben schon mal ein Spiel richtig kaputt gemacht. Ich habe früher sehr, sehr gerne Destiny gezockt. Mit einem Clan zusammen sehr viele Raids gespielt und irgendwann über die Jahre wurde das Spiel so kaputt gepatcht, die geilsten Waffen wurden immer schlechter und irgendwann war das Spiel nicht mehr das, was es mal war. Und das ist so ein bisschen meine Sorge. Grüße gehen da nochmal raus an meinen alten Clan von Destiny. Da werden sicherlich einige Zuschauer dabei sein. Grüße. Das war es soweit von mir. Viel Spaß bei dem Gameplay. Ich würde mich über einen Daumen sehr freuen und ein Abo wie immer. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Nein, Alter. Ja, dann mach's doch. Provoziere mich nicht. Ich sag's dir. Firestarter und gleich noch ihn hinterher. Schade doch nicht. Ich krieg hier nur vom Banz. Hab jetzt 3 und 0. Ach, das ist doch Käse. Das erreicht doch kein Mensch. Also die wenigsten. Da musst du echt Talent haben. Das stimmt doch mein Ziel nicht. Wir haben alle nur so verrückte Sachen. Ich habe noch nie gehört, dass sie eine Drohne haben oder sowas. Das stimmt. Auch so selten, dass sie mal ein Heli holen oder sowas. Oder selbst der Hellstorm höre ich selten. Ich bin der Einzige, der da was. Haha, Trottel.
den deine Vorräte geklaut und eine Bombe reingelegt. Mega witzig. Oh, jetzt brennt er mich noch ab, der Wichser, Alter. Der Pfeil ist so sinnlos. Wo sind die ganzen Wichser hin, ey? Hinten beim U-Boot, beim Schiff vorne, hinten. Ach, was ist es? Hab ich doch schon. Sheriff ist immer zu zweit, Alter. Immer. Zu dritt sogar. Warum haben... Irgendwie haben meine Abschüsse nicht gezählt. Du hast ja auch niemanden abgeschossen. Du hattest ja einen Turm geschossen. War das knapp. Gehabt. Schnell alle Marks einsammeln, das bringt auch Punkte für eine Abschussserie. Ja, wenn direkt hinter dir gleich wieder einer ist. Ich habe gerade 4 Marken schön eingesammelt. Interessiert die ja nicht. Ich habe auch gerade 4 Marken gesammelt. Ich hab mir eine Drohne erspielt. Super stolz auf mich. Alter, das war schlecht. Und dann kommen sie von hinten. Ich weiß nicht, was mein Hund macht. Der ist anscheinend schon wieder tot, oder? Aus dem Minus rauskommen würde. Nein, ich muss nachladen. Wieder eins vor Heli. Es ist zum Kotzen. Jetzt hau ich meine Hellstorm raus. Fickt euch ja. Oh, das wird knallen. Das wird knallen. Bäm, 4-facher Abschuss, Alter. Ich sag euch, ich fick euch alle, ey. Alter, spannender kann man es nicht machen. Was war denn das? Naja, ich wäre gerade wieder fast verreckt. Die sind so blind, ey. Alter, Punkte. Und ich bin zu langsam. Scheiße. Bäm, 5-facher Abschuss. Die Hellstorm haut so rein, das ist so geil, ey. Anker-Typ. Jetzt müssen wir nochmal jemand die Marken einsammeln, dann würde ich auch die ganzen Punkte kriegen. Dann hätte ich nämlich. Du Wichser, Alter, das war meine Marke. Oh, das war knapp. Oh nein. Oh, endlich habe ich mal. Ach so, das ist der Kampfheli. Ich dachte, es war mein Scharfschützen ist, aber jetzt habe ich's. Oh, das ist doch sinnlos. Oh, fuck you, Alter. Ich habe schon 51 Kills, ey. Und es werden jetzt 22. Mehr.
sogar zwei Weitabschüsse schon geschafft. Nein. Jo, es sind Weitabschüsse richtig, richtig einfach. Ja, aber nicht, wenn du mit der Rampart spielst, weil auf weite Entfernung ist die nicht so stark. Ja, das stimmt. Also, klar. Ich finde, hier sollte man mit Dingens spielen. Aber wie gesagt, ich habe nicht geschafft, meine Titan zu machen, weil die so schnell gestartet hat. Ach, hier hat einer diesen komischen Agenten-Mod drin hier auf der Titan, wo das Bild so verschwimmt. Ja, Doppelabschluss einlassen, also meine Sprengfalle reingelaufen. Ach, warte. Och, leck mich doch. Oh, shit. Nein, so sch. Die Marke hat den so gut versteckt, ich hab den nicht gesehen. Und? Okay, ist weg. Was? Ich sag dir, manche, die kannst du gar nicht hit, Mark. Das ist, weiß ich nicht. Level unmöglich. Was gibt es 200? Ach, das ist der Abschuss bestätigt, oder? Naja, und? Oder 150, wie weit das geht? Wenn dann 120, oder? Ich 31. Ich hab sie alle rasiert. Oh, der Gegner hat 74. Die Runde hat richtig Bock gemacht. Ja, geht. Ich fand's ganz witzig.